Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. Es gibt Ereignisse und Bilder, die brennen sich in das kollektive Gedächtnis. Und das hier ist ein solches Beispiel. Die Katastrophe in Fukushima. Damals, im März 2011, haben wir die Bilder gesehen, es wurde darüber berichtet. Aber dennoch war man sich nie so richtig sicher, was ist da wirklich passiert? Was ist eigentlich die Situation nach der Kernschmelze? Nun, Informationen waren schwer zu bekommen. Die Journalisten bekamen jahrelang keinen Zugang zum Reaktorgelände. Aber wir sind dran geblieben und uns gelang es als erstes Team überhaupt weltweit, wirklich vor Ort zu drehen und auch vor Ort zu messen. Zu messen mit einem solchen Strahlenmessgerät. Und wenn ich jetzt mal den Wert hier betrachte, hier im Studio, dann liegt der so bei 0,04 Mikrosievert pro Stunde. Also das ist die natürliche Strahlung, der wir alle ausgesetzt sind. Aber die Frage ist, wie sieht die Radioaktivität 4 Jahre nach der Katastrophe in Japan aus? Nun zur Orientierung. Das ist Japan, die Hauptstadt Tokio, nördlich davon das Kraftwerksgelände. Und was man sagen muss, ist, ein Großteil der Radioaktivität wurde Richtung Pazifik geblasen. Aber es gibt eben Zonen hier, die haben wir farblich gekennzeichnet, wo die Strahlung erhöht ist. Auf dem Gelände selber natürlich sehr intensive Strahlung, über 60 Mikrosievert pro Stunde. Aber man sieht eben auch hier Zonen nordwestlich davon, die radioaktiv immer noch verseucht sind. Und wenn wir von Fukushima reden, meinen wir das Kraftwerk. Aber eigentlich ist Fukushima die Präfektur, Hauptstadt, die liegt etwa 60 Kilometer vom Kraftwerksgelände entfernt. Nun, bei der Namensgebung war das wichtig, denn man war stolz auf die moderne Technik und benannte das Kraftwerk nach der Präfekturhauptstadt. Das mit dem Bekanntwerden, das hat zwar funktioniert, aber sicher nicht so, wie es sich die Menschen in Fukushima erhofft hatten. Fukushima mit seinen knapp 300.000 Einwohnern wird Haus für Haus dekontaminiert. Im März 2011 wussten die Menschen von Fukushima nicht, dass der Regen sogar bis zu ihnen radioaktives Jod, Cäsium und Strontium trägt. Inzwischen gehört die Einheit Mikrosievert pro Stunde zum Alltag. Nicht nur in Fukushima, sondern in der gesamten Präfektur sind Zehntausende von Arbeitern im Einsatz gegen die Radioaktivität. Die Asphaltflächen reinigen sie maschinell, aber in den Parks und Gärten geht vieles nur per Hand. Und immer wieder heißt es, nachmessen. Heute steht der Name Fukushima für Radioaktivität. Aber vor der Katastrophe war die Präfektur berühmt für ihr Obst. Der Boden dieser Kirschplantage ist radioaktiv belastet, aber die Kirschen erstaunlicherweise nicht. The floor is really 0,87 Mikrosievert ist deutlich zu hoch. Der Boden soll bald abgetragen werden, verrät mir der Kirschbauer. Obst ist in Japan etwas ganz Besonderes, ein beliebtes Geschenk, wie bei uns Pralinen. Entsprechend teuer wird es auch verkauft. Aber wer kauft schon Obst made in Fukushima? Die Bauern haben eine Lösung gefunden. Regionale Vermarktung. Auch wenn sonst keiner kaufen will,
Die Menschen hier halten zusammen und kaufen Obst und Gemüse aus ihrer Region, bis die Regale leer sind. Überall hängen Hinweisschilder, die darüber informieren, dass alle Produkte geprüft und sicher sind. Und die japanischen Grenzwerte sind streng, teilweise strenger als bei uns. Nebenan ist das Testlabor. Die Bauern bringen ihre Proben schon zerkleinert hierher. Bei Reis testen sie in der Präfektur Fukushima die gesamte Ernte. Bei Obst und Gemüse sind es Stichproben. Seit der Reaktorkatastrophe wurden in Japan fast 1 Million Proben untersucht. Im vergangenen Jahr haben weniger als 1% der Proben den zulässigen Grenzwert überschritten. Die Menschen in Fukushima haben sich an das Kontrollieren und Messen gewöhnen müssen. Das betrifft auch ihre Kinder. Deren Organismus ist besonders empfindlich gegenüber der Strahlung. Nach der Katastrophe wurden 368.000 Kinder und Jugendliche aufgefordert, sich an der Schilddrüse untersuchen zu lassen. Bis zum 20. Lebensjahr sind alle 2 Jahre Folgeuntersuchungen geplant. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen werden die Familien die Sorge vor der Strahlung nicht los. Japan hat sich für ein sehr aufwendiges Untersuchungsprogramm entschieden. Eine große Reihenuntersuchung mit praktisch allen Kindern aus der betroffenen Region. 2011 hat man das gemacht. Man hat die Schilddrüse untersucht und das Ganze hat man dann wiederholt. Und hier sehen Sie die letzten Daten, nämlich von 2014. Und was man eben sieht, und das ist die Irritation, ist, es gibt bei den kleinen Knoten eine Steigerung von etwa 10%. Nun gibt es die einen, die sagen, genau das steht im Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe. Intuitiv sieht das so aus, aber es gibt eben die anderen, die sagen, stopp, da muss man vorsichtig sein. Das liegt noch im Bereich der natürlichen, der normalen Schwankungen solcher Schilddrüsenerkrankungen. Auf jeden Fall in Japan wird untersucht und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Zahlen sind deutlich geringer als zum Beispiel in Tschernobyl. Nun, es geht um die Schilddrüse und das ist eben eine Thematik gerade in der ersten Phase gewesen, denn Kinder und Radioaktivität, das ist ohnehin kritisch. Und die Schilddrüse war besonders betroffen, gerade in der Anfangsphase, denn das radioaktive Jod 131 konnte sich einbauen in die Schilddrüse. Und das führt dazu, dass Radioaktivität ständig im Körper ist. Nun, man kann sich schützen, zum Beispiel, indem man im Vorfeld Jodtabletten zu sich nimmt, also die Andockstellen damit besetzt werden. Und in Japan, muss man sagen, hat man Glück, denn viele Menschen ernähren sich vom Fisch, von Meeresprodukten und dadurch gibt es auch schon sehr viel Jod in der Schilddrüse. Also das ist auch, wenn man so will, ein natürlicher Schutz. Nun, Jod 131 war ein radioaktives Isotop und zwar gerade am Anfang der Katastrophe, aber es gab noch mehr. Strontium 90 zum Beispiel, das baut sich in die Knochen ein und dann natürlich das radioaktive Cäsium 137, das wird in den Muskeln gespeichert und das große Problem beim Cäsium ist die sehr lange Halbwertszeit. Also das ist die Hauptkontamination heute. Das radioaktive Jod ist inzwischen zerfallen. Nun, wenn wir uns das in Japan anschauen, merkt man zuerst einmal, es ist eine ziemlich große Region, die betroffen ist. Hier ein Kreis mit Radius 80 Kilometer. Aber wenn man es mal vergleicht mit Tschernobyl, muss man sagen, in Japan hatte man Glück. Nur etwa die Hälfte zum Beispiel des radioaktiven Cäsiums ist überhaupt ausgetreten und davon ist ein Großteil, nämlich etwa 80%, aufs Meer hinausgetragen worden. Wenn man beide Regionen mal vergleicht, und zwar im Maßstab, also das hier ist Japan, das machen wir jetzt mal klein, damit man es mit dieser Karte vergleichen kann, dann merken Sie, Tschernobyl hatte sehr viel größere Auswirkungen, was die Kontamination des Landes betraf, nicht nur Regionen in der Ukraine, aber auch in
Weißrussland bis hin zu Deutschland waren davon betroffen. Mehr Informationen dazu finden Sie übrigens auch bei uns im Internet. Nun, in Japan gibt es natürlich ein Problem. Japan ist dicht besiedelt und viele, viele Menschen mussten im Grunde genommen die Region verlassen. Da gibt es zum einen heute die sogenannte rote Zone und das ist eine Sperrzone und man geht davon aus, dass über die nächsten vielen Jahre Menschen nicht zurückkehren können. Aber dann gibt es eine etwas weniger belastete orange Zone. Und hier sind momentan die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Kurz vor einem Kontrollpunkt zur roten Zone stoßen wir auf einen Dekontaminationstrupp. Die Arbeiter reinigen vor allem viel genutzte Straßen von den radioaktiven Partikeln. Der Verkehr zur Kraftwerksruine hat eine Sondergenehmigung. Das Kraftwerk ist in den Jahren nach dem Unfall zu einem gigantischen Industriekomplex geworden. Außerdem sind im Sperrgebiet Tausende von Arbeitern mit der Dekontamination beschäftigt. Ansonsten darf hier niemand durch. ...146.000 Menschen haben hier ihre Heimat verloren. Die meisten von ihnen hoffen, zurückkehren zu können. Denn alle Städte in der orangen Zone sollen zurückerobert werden. Grundstück für Grundstück tragen sie hier die Erde ab und füllen sie in Säcke. Dächer und Hauswände müssen befreit werden von der Radioaktivität und auch Mauern. Hier wurde die Erde schon abgetragen. Die Werte sind okay. Aber schauen Sie mal hier an der Ecke. Viel zu hoch. Die Strahlung kommt von nebenan. Wir messen über 20 Mikrosievert pro Stunde. Das ist 2000 Mal höher als normal. An dieser Stelle sind offenbar besonders viele radioaktive Partikel angespült worden. Und das Wasser spült sie dann weiter auf die andere Seite der Mauer. So wird der frisch gesäuberte Bereich erneut kontaminiert. Das ist das Instrument, ne? Reaktor ist kompliziert, ja, und dann hat man eine Drahtbürste dagegen. Radioaktive Strahlung ist zwar unsichtbar, aber in den Tälern der Sperrzonen sind ihre Folgen unübersehbar. Schwarze Säcke mit kontaminierter Erde. Ein Lager neben dem anderen.
blühenden Gärten und gepflegten Reisfeldern ist Brachland geworden. Aber auch die Felder in der Orangenzone wollen die Japaner zurückerobern. Dafür sind Bautrupps mit schwerem Gerät unterwegs. 5 cm Boden tragen sie ab. Überall. Dann eine Durchsage. Information von der Lebensumfeldbehörde. Es ist 14.30 Uhr. Da der Aufenthalt nur bis 15 Uhr möglich ist, bitten wir Sie, die Region ruhig, aber zügig zu verlassen. Wo sich die schwarzen Säcke türmen und welche Gegenden verschont blieben, entschied damals der Wind. Die längste Zeit zog die Radioaktivität aufs Meer hinaus. Am Tag 4 nach dem Beben zog jedoch ein Zyklon auf und der Wind drehte zum Festland. Und ausgerechnet in diesem Moment traten die größten Mengen an Radioaktivität aus. Gebiete, die weit entfernt liegen vom Reaktor, wurden unbewohnbar. Auch das Dorf Itatemora. Von wo kamen die Regenwolken damals, frage ich Miyuki Ichisawa. Fukushima Daiichi is there. Yes. Und das war mal der Garten. Hier gab es ein Gemüsebeet und Kräuter, Blaubeeren, dann Felder. Von der Bergspitze da hinten bis zu unserem Haus, das alles gehörte uns. Und jetzt gibt es nur noch Unkraut. Die Familie von Miyuki Ichisawa hat alles verloren. Sie wurde umgesiedelt. Von den Dächern fließt das Regenwasser runter. Und da ist es besonders hoch. Jedes Mal, wenn wir gemessen haben. Hier ist es hoch. Das ist ein Hotspot. Die Strahlung, die ich messe, ist 800 Mal höher als normal. Das ist das Café, das sie zusammen mit ihrem Mann aufgebaut hat. Die Radioaktivität hat ihr das alles geraubt. Was ist das für ein Gefühl, wollen wir mit Hilfe unseres Übersetzers wissen. Wir waren beide in der Verwaltung beschäftigt und haben da gekündigt. Wir haben zusammen ein Café aufgemacht. In unserem Dorf Itatemora fehlte nämlich so ein kulturelles Zentrum. Alles hier haben wir selbst gemacht. Das Holz kommt sogar aus unseren Bergen. Deshalb hänge ich so daran. Das alles ist nicht nur traurig, sondern ich fühle mich wie im Krieg. Eine Röstmaschine ist auch zurückgeblieben. Miyuki Ichisawa nimmt mich mit in ihr früheres Privathaus. In Japan sind Hausschuhe Pflicht, auch wenn das Haus mittlerweile unbewohnbar ist. And here you have all the. Das ist der Hausaltar. Da sind die Ahnen. Er ist seit 220 Jahren im Familienbesitz, sagt sie uns. Äußerlich sieht alles heil aus und trotzdem muss sie es wegwerfen.
Das ist übrig geblieben von 30 Jahren Leben. Kleidung und alles muss verbrannt werden. Einfach weg, hä? Das ist Wahnsinn. Wir fahren zu einer anderen Geisterstadt. Tomioka war einst ein kleines Küstenstädtchen. Es gibt keinen festen Grenzwert, ab dem eine Stadt unbewohnbar wird. Es gibt nämlich überall eine natürliche Radioaktivität. Manchmal ist sie höher, manchmal niedriger. Festgelegt ist eine Obergrenze für die zusätzliche Belastung, verursacht durch die Reaktorkatastrophe. Ab etwa 0,4 Mikrosievert pro Stunde wird es kritisch. Über 1 Mikrosievert pro Stunde sind eindeutig zu viel. Hier sollten keine Kinder spielen. Schwarze Säcke, überall bin ich darauf gestoßen. Ich habe zum Teil davon geträumt. Nun, in diesen Säcken lagert die oberste Schicht der radioaktiven Erde. Und diese Säcke sind streng genommen leicht radioaktiver Müll. Eines Tages werden sie vermutlich in der roten Zone deponiert. Aber ganz anders sieht es aus in der Anlage. Nochmal zur Erinnerung. Die Nuklearanlage von Fukushima Daiichi beinhaltet insgesamt 6 Reaktorblöcke. Und es gab nicht einen einfachen GAU, sondern mehrfachen GAU in den Blöcken 1 bis 4. Also das ist eine gigantische Baustelle. Wir haben sie besucht und unsere erste Station beim Betreten auf das Gelände war die Sicherheitsschleuse. Arbeiter der Frühschicht kommen uns entgegen. Die erdbebensicher gebaute Sicherheitsschleuse ist heute das einzige Gebäude im Kraftwerk, in dem man sich ohne Schutzausrüstung bewegen darf. Wir werden neu eingekleidet. Die Kühlpacks sollen uns gegen die fast noch sommerliche Hitze schützen. Ein Dosimeter misst die Strahlung, der wir ausgesetzt sein werden. Der Anzug kann uns zwar nicht vor der Strahlung schützen, aber er sorgt dafür, dass nichts an die Haut kommt. Gefährlich wird es nämlich, wenn radioaktive Partikel in unseren Körper gelangen. Und deswegen verpacken wir uns dicht. Drei Lagen Handschuhe. Besonders gefährlich ist das Einatmen von radioaktivem Staub. Do you feel the pressure when you breathe in? Okay, then that's fine. Die Maske drückt und wir sehen alles mit einem Tunnelblick. Unser Kameramann kann kaum durch seinen Sucher schauen. Alles ist eingewickelt, eingeschweißt und verklebt. Unsere Dreharbeiten werden so zu einem Blindflug. Füße heben, Plastiküberschuhe anziehen, damit wir keinen radioaktiven Staub in den Bus tragen. Routine gegen die allgegenwärtige Radioaktivität. Auf dem Gelände des Kraftwerkes arbeiten etwa 6000 Menschen. Jede Schicht dauert hier nur gerade mal 2 Stunden, denn in voller Schutzmontur ist kaum mehr zu leisten. Weil wir uns trotz der Maske verständigen müssen, benutzen wir ein Megafon. Auf dem Weg zum Kontrollraum von Block 1. Alles voller Kabel und Wasserleitungen. 2011 auf die Schnelle verlegt, sind sie heute immer noch da. Der normale Eingang ist wegen der extremen Strahlung nicht erreichbar. Wir nutzen einen provisorischen Zugang. Der Ort, an dem die Crew infolge des Tsunamis im März 2011 die Kontrolle über den Reaktor verlor. Technik aus den 70er Jahren.
Ein Kernreaktor muss ständig kontrolliert werden. Temperatur, Druck, Wasserstand und viele andere Parameter. Dies passiert normalerweise hier im Kontrollraum. Für Messung und Steuerung braucht der Kontrollraum unbedingt Strom. Dass der komplett ausfallen könnte, hatte hier niemand für möglich gehalten. Das ist eigentlich der Schreibtisch gewesen des damaligen Schichtleiters. Und der erlebte also hier, an genau diesem Ort, das Erdbeben. Und was man sich dann vorstellen muss, ist, dass in der Folge eben eigentlich hier man nach und nach begriff, dass man chancenlos ist. Zum Beispiel die Kommunikation funktionierte nach dem Erdbeben, nach dem Tsunami nicht. Also man hatte keine Möglichkeit, wirklich herauszufinden, was in der Anlage ist. Auf die Anzeigen konnte man sich kaum verlassen. Und man muss sich vorstellen, irgendwann war der Strom völlig weg und es wurde hier stockdunkel. Also eine gespenstische Atmosphäre. Und wenn man sich dann vorstellt, was hier eigentlich davon abhängt, das ist kein Stuhl, den ich gerne eingenommen hätte. Wir machen uns ein Bild von dem, was damals geschah. Nach dem totalen Stromausfall ist die größte Sorge der Techniker, das Kühlwasser könnte verdampfen. Dann käme es zur Kernschmelze. Sie improvisieren, schließen Autobatterien an, um zumindest die wichtigsten Anzeigen wieder in Gang zu bringen. Die Kühlwasseranzeige. In der Dunkelheit notieren die Techniker die Messwerte des Kühlwasserniveaus direkt neben die Anzeige. 21.30 Uhr, Füllstand 40 cm. Der Reaktorkern ist also scheinbar mit Wasser bedeckt. Alles erscheint sicher, doch die Werte entsprechen nicht der Wirklichkeit. Der Füllstand des Reaktors wird nämlich durch ein Druckmessgerät bestimmt. Das Gerät orientiert sich an einem Vergleichsgefäß. Das gibt die Nulllinie an. Wenn der Wasserstand im Reaktor sinkt, misst das System auch einen geringeren Druck, im Unterschied zum Vergleichsgefäß. Dieser Druckunterschied ist ausschlaggebend für die Füllstandsanzeige. Am 11. März um 21.30 Uhr zeigt die Füllstandsanzeige 40 cm. Die Brennstäbe sind, scheinbar, mit Kühlwasser bedeckt. Etwa alle Viertelstunde leuchten sie mit der Taschenlampe auf die Anzeige und notieren die Werte. 50 cm, 55, 59. In Wirklichkeit ist das Wasser bereits verdampft. Auf der Anzeige müssten negative Werte erscheinen. Warum aber sind die Werte positiv? Weil die Referenz nicht mehr stimmt. Denn auch im Vergleichsgefäß ist das Wasser bereits verdampft. Die Nulllinie hat sich verschoben. Die angezeigte Druckdifferenz ist daher positiv, obwohl der Reaktorkern trocken liegt. Niemand bemerkt diesen Umstand und so gehen die Techniker von einem sicheren Wasserstand aus. Die Werte steigen. Am 12. März um 12.50 Uhr prüfen sie den Füllstand zum letzten Mal. Sie sind beruhigt. Er ist auf 1,70 Meter gestiegen. Eine Kernschmelze ist abgewendet. Denken Sie. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. Während die gesamte Welt die Bilder der Explosion von Block 1 sieht, ist die Mannschaft im Kontrollraum ahnungslos. Sie halten die Erschütterungen für ein Nachbeben. Heute ist nur noch eine Anzeige aktiv. Sie zeigt Windrichtung und Strahlenbelastung an. Bei allen vier Messinstrumenten schlagen die Zeiger voll aus. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima bemühen sich Feuerwehrleute, Soldaten und Techniker jetzt rund um die Uhr, die überhitzten Reaktorblöcke zu kühlen. Eine Anzeige im Kontrollraum ist neu. Sie zeigt den aktuellen Verbrauch an Kühlwasser für Reaktor 1.
Die Ingenieure müssen die geschmolzenen Brennstäbe bis heute mit gewaltigen Wassermengen kühlen. Mehrere Kubikmeter pro Stunde. Wir verlassen den Kontrollraum. Draußen ist die Strahlenbelastung hoch. 87 Mikrosievert pro Stunde. Deshalb liegen dicke Stahlplatten aus, denn der Boden strahlt. Also hier machen wir das jetzt schnell, ne? Okay? Das ist nämlich hier. So, we do it fast here. We do it fast here because the radiation is high. The ground. Hier ist eine Pumpstation, die das Grundwasser reguliert. Das ist sehr wichtig, denn die große Gefahr ist, dass hochbelastetes Wasser aus den Fundamenten des Reaktors ins Grundwasser gelangt. Bleiben wir noch einen Moment bei der Kühlung. Bislang ist es ja immer noch nicht gelungen, einen geschlossenen Kühlkreislauf herzustellen. Und man muss sich vorstellen, sogar 4 Jahre danach muss man die geschmolzenen Reaktorkerne immer noch kühlen. Also man braucht Wasser, aber das große Problem ist, das Wasser fließt auch in die Kellerbereiche und kann austreten. Und das hätte zur Folge, dass auch das Grundwasser kontaminiert würde. Das muss man verhindern und das tut man dadurch, dass man die Fließrichtung bestimmt. Nun, wie macht man das? Man senkt das Niveau im Innern des Gebäudes so weit ab, dass es unterhalb des Grundwasserniveaus ist. Also dadurch kann eben nur Wasser von außen nach innen fließen. Das sieht man hier. Und man verhindert damit den Austritt von Radioaktivität. Aber das hat zur Folge, dass sehr viel Wasser anfällt. Pro Tag 600 Kubikmeter stark kontaminiertes Wasser. Und das muss, wie gesagt, zwischengelagert werden. Und dafür braucht man Tanks. Wenn man sich so eine Luftaufnahme anschaut, erkennt man auch die Tanks. Die sind hier diese rundlichen Gebilde. Nun, hier auf der Karte sieht das unscheinbar aus. Aber wenn man das vor Ort sieht, ist es gigantisch. Bisher haben die Techniker auf dem Gelände bereits 367 Tanks mit hochbelastetem Wasser gefüllt. Und es werden immer mehr. Hier wird gebaut, ein ganzer Fabrikkomplex, der das radioaktiv verseuchte Kühlwasser in mehreren Stufen reinigen soll. Inzwischen ist diese Filteranlage bereits in den Testbetrieb gegangen. Eine solche Anlage hat es bislang noch nicht gegeben. Bei den ersten Versuchen lief es nicht optimal, erzählen Sie mir. Aber man lernt aus den Fehlern und man steht unter Zeitdruck. Alles made in Japan, sagen sie uns. Und errichten gleich nebenan eine weitere Reinigungsanlage. Bislang gelingt es ihnen noch nicht, alles neu anfallende radioaktive Wasser zu reinigen. So geraten sie in Rückstand und benötigen immer neue Tanks. Wir machen uns auf den Weg zum Block 4 der Kraftwerksruine. Reaktor 4 ist schon in Sicht und dann schlagen unsere Dosimeter-Alarm. 85 Mikrosievert pro Stunde. Aber an diesem Hotspot fahren wir zum Glück schnell vorbei. Es gibt immer wieder Stellen, die besonders hoch belastet sind. Nah beim Reaktor ist ein hoher Wert keine Überraschung. 67,6 Mikrosievert pro Stunde. Da hinten ist ein Wall, der vor einem Tsunami schützen soll. Stopping. Okay. Die Schäden aus dem Jahr 2011 sind deutlich zu sehen. So this is the reactor building four. Yeah.
15 Meter war die Tsunamiwelle hoch. Der Druck war gewaltig. Wenn ich im März 2011 hier gestanden hätte, dann wäre das Wasser noch etwa 4 Meter höher gewesen. So hoch war die Tsunamiwelle und man sieht die Schäden immer noch. Also hier wurde sehr viel zerstört und das war ein Teil eben, der diese Katastrophe auslöste. Aber das Interessante ist, hier sieht man eine Konstruktion, die vollkommen neu ist. Gigantisch groß, mit der die Brennstäbe aus Block 4 herausgezogen werden. In Fukushima wird mit allen Mitteln versucht, die Reaktorkatastrophe einzudämmen. Im Abklingbecken von Reaktor 4 erhitzen sich die Brennstäbe, weil die Kühlung ausgefallen ist. Dieses Abklingbecken wollen wir sehen. Gerade hier in Block 4 stand viel auf dem Spiel. Wegen Wartungsarbeiten war der Reaktorkern damals zwar leer, aber im Abklingbecken lagerten viel mehr radioaktive Brennelemente als in den anderen Blöcken. Durch die Anstrengung beschlägt unserem Kameramann inzwischen die Atemschutzmaske. Er sieht kaum noch etwas. Halte Kamera. Kamera halten. Ja, hörst du? Ja. Die japanischen Ingenieure und Arbeiter müssen täglich mit diesen Bedingungen zurechtkommen. Ja. Das ist das Abklingbecken, in dem die Brennstäbe damals zu schmelzen drohten. Ja. Ja. Die Techniker zeigen uns, wie weit sie hier schon gekommen sind. Die Gestelle für die Brennstäbe sind fast alle leer. Das meiste ist abtransportiert. Und das war schwer, denn bei der Explosion im März 2011 stürzten Trümmer in das Abklingbecken und begruben die Brennstäbe unter sich. Zum Aufräumen brauchten die Ingenieure einen großen Kran, aber das marode Gebäude konnte ihn nicht tragen. So bauten sie extra einen Überhang. Jetzt konnten sie die Trümmer wegräumen. Für die Brennelemente wurde ein spezielles Transportgefäß konstruiert. Bis Ende 2014 hatten sie alle 1500 Brennstäbe abtransportiert. Dieses Verfahren wollen sie nun auch für die noch weitgehend intakten Abklingbecken der anderen Blöcke nutzen. Aber für die völlig zerstörten Reaktorkerne werden sie sich etwas ganz Neues überlegen müssen. Wir waren nur kurz in dieser extremen Umgebung. Die Techniker und Arbeiter werden diesen Ort dagegen noch für Jahrzehnte mit Schutzausrüstung betreten müssen. Der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. In der Sicherheitsschleuse werden wir genau untersucht. Unsere aufgenommene Dosis waren 30 Mikrosievert. Das ist vertretbar. Dieses Ritual wiederholt sich für alle Arbeiter auf dem Gelände, Tag für Tag. Das Reaktorgelände von Fukushima Daiichi wird noch viele Jahre eine Baustelle bleiben. Man hat zwar erste Erfolge, nehmen Sie das Abklingbecken von Block 4. Dort wurden alle Brennelemente entfernt. Aber wie steht es mit Block 3, Block 2 und Block 1? Die Radioaktivität im Innern dieser Blöcke ist so hoch, dass Roboter nicht funktionieren, dass die Elektronik aussetzt. Also dort hat man nach wie vor ein Riesenproblem, hat kein Konzept, wie man die geschmolzenen Brennelemente bergen kann. Nun, in Sachen Radioaktivität wurden wir oft gefragt, wie steht es mit der Belastung des Kamerateams? Wir waren vor Ort. Nun, wir hatten den großen Vorteil, wir haben ganz genau gemessen
Unsere Belastung belief sich auf etwa 30 Mikrosievert. Nur zum Vergleich, das entspricht etwa der radioaktiven Belastung bei einem Flug von Japan nach Deutschland hin und zurück. Aber Radioaktivität ist immer ein Bereich, bei dem man ja auf offizielle Daten angewiesen ist. Und da hat in Japan ein Umdenken stattgefunden. Und zwar die Organisation SafeCast, bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, hat einen Bausatz entwickelt, einen Geigerzähler, den Bürger zusammenbauen können und dann mit sich tragen. Und das Ergebnis, die Daten werden gesammelt, ist dann eine solche Karte. Wahrscheinlich die dichteste Karte mit radioaktiven Messwerten weltweit. Man fährt mit dem Auto und immer wieder wird gemessen oder mit dem Schiff hier, das sind diese Linien. Und auf die Art und Weise messen die Bürger selber und das sind Daten, denen man vertrauen kann. Das Ganze nennt man auch Citizen Science, also Wissenschaft durch den Bürger. Auch das eine Konsequenz der Reaktorkatastrophe. Aber was bleibt, ist nach wie vor diese Baustelle. Und vermutlich wird es so sein, dass immer noch auf dem Reaktorgelände gearbeitet wird, wenn wir Fukushima schon längst vergessen haben. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss!